Servus, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben heute Inan zu Gast. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Wir haben gehört, dass du gegebenenfalls eine Behandlung gebrauchen kannst. Ja. Ich weiß allerdings nicht, warum. Und das, lass uns das mal als allererstes klären. Ja, also ich spiele Fußball bei Steinhagen und habe mich dann vor ungefähr 4 bis 5 Monaten, da habe ich mit Muskelfaserriss im Spiel zugezogen. Und den Schmerz trage ich jetzt auch schon seit 5 Monaten mit mir, habe auch schon einige Behandlungen hinter mir gehabt, aber es scheint irgendwie nicht zu helfen und ich hoffe, dass ich mir ein bisschen Hilfe hier holen kann. Interessant, sehr interessant. Also vor 4, 5 Monaten. Ja, genau. Also ungefähr im August war das letzte Mal, wo ich... Das ist lange her, ne? Also das heißt, die Heilphasen des Körpers sind schon längst abgeschlossen eigentlich. Gut, wo? Im hinteren Oberschenkel auf der linken Seite. Also da hat es im Sprint, also es lag bestimmt an dem Warmmachen, beim Sprint hat dann so ein Klacken gemacht. Da habe ich mich mal hingelegt und hingesetzt, weil ich nicht mehr stehen konnte und bin auch erstmal direkt zum Krankenhaus gefahren und dann nach einigen Wochen und Tagen bin ich dann zum MRT gegangen und dann wurde dann halt festgestellt, dass ich mir ein Muskelfaserriss zugezogen habe. Gut, das wäre auch meine Frage gewesen. Also ein MRT ist gemacht worden, es ist reingeguckt worden. Es war jetzt kein Sehnenanriss oder sonstiges. Ja, Gut. Dieses Klacken, wo hast du das gespürt? Ne, jetzt, also es hat angefangen früher, also am Anfang war es im oberen Bereich des hinteren Oberschenkels. Meinst du damit Richtung Gesäß? Ja, genau. Ja. Und der Schmerz hat sich dann mit der Zeit entwickelt und ist dann jetzt langsam so Richtung Kniekehle gewandert. Und da spüre ich den Schmerz jetzt mittlerweile nur noch. Also im oberen Bereich ist der jetzt weg und im unteren Bereich hat es jetzt angefangen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie das sein kann und hoffe, dass ich mir da ein bisschen Hilfe holen konnte. Okay, merkst du das täglich? Ja, beim Sport machen. Also beim lockeren Joggen ist es noch nicht so, aber sobald es dann ein bisschen intensiver wird, spürt man immer dieser kleine Schmerz dann und dann stoppt man mal und weiß nicht, ob man mal weitermachen soll oder aufhören soll und meistens kommt es dann dazu, dass ich schon aufhöre und nicht mehr weitermache. Dann lass uns mal einmal nochmal die Reihenfolge reinkriegen. Also du hast die Verletzung gehabt. Wie lange hast du dann Pause gemacht? Um die 1 bis 2 Monate. Dann nehmen wir mal die 2 Monate einfach als Zeitraum. Dann hast du Pause gemacht. Dann in diesem Zeitraum bist du auch behandelt worden. Ja, genau. Also ich war auch regelmäßig beim Physiotherapeuten, war beim Orthopäden, war beim normalen Hausarzt. Ich habe da alles versucht. Und das Problem war, dass alle halt eine verschiedene Meinung hatten und ich dann nicht richtig wusste, was mache ich dann. Bin dann zum MRT gegangen, weil ich dann wissen wollte, okay, was geht denn jetzt im Bein ab? Und dann wurde mir halt gesagt, dass ich mir den Muskelfaser aussagen wollte. Gut, nach diesen 2 Monaten hast du dann wieder angefangen mit dem Fußballspielen? Nee, mit dem Laufen erstmal. Also ich habe erstmal locker angefangen zu laufen, das ging halt noch. Und bin dann locker so ins Training eingestiegen. Nach so ein paar Wochen habe ich mal so den einen oder anderen Pass gespielt, das ging auch noch. Und sobald es dann so ein bisschen intensiver wurde und ich dann so ein bisschen guckt habe, okay, wo ist jetzt meine Toleranzgrenze, dann kam der Schmerz wieder hoch und es hat wieder angefangen, diesmal dann ein bisschen weiter unten. Ja, okay. Und dann hast du mit dem Training wieder aufgehört? Genau, dann musste ich wieder aufhören und das geht jetzt seit ungefähr 3 Monaten. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen angefangen. Moment, seit 3 Monaten geht was? Deine Pause? Ja, genau, die Pause geht. Also seit 3 Monaten machst du gar nichts mehr? Habe ich gar nichts mehr gemacht. Und jetzt habe ich letzte Woche wieder angefangen mit ein bisschen Joggen, ein bisschen Fußball spielen. Also so ein lockeres Passspiel, das geht ja auch noch. Und jetzt befinde ich mich gerade wieder so, okay, wie weit kann ich gehen und wie weit darf ich mitmachen? Dann lass uns aber nochmal trotzdem in diese Pause einmal reingehen. Weil du hast gesagt, bei stärkeren Belastungen dann spürst du es. Ja, genau. Aber du wirst ja in der Pause trotzdem auch ein Gefühl dafür gehabt haben, es geht noch nicht. Also musst du auch was gespürt haben, auch bei nicht stärkeren Belastungen. Ja, also manchmal, wenn ich zum Beispiel irgendeine hektische Bewegung habe, zum Beispiel sagen wir, ich stehe jetzt auf und dann belaste ich mein linkes Bein, da kam wieder dieser leichte Schmerz, aber so der richtige Schmerz, den ich mir dann vor Augen habe, der kam dann erst immer, wenn ich angefangen habe, mein Bein intensiver zu belasten. Aber dann, also zum Beispiel im Alltag, wenn du mal länger gesessen hast und dann aufstehst. Genau. Dann spürst du es.
Gibt es sonst noch irgendetwas? Also wenn du jetzt zum Beispiel morgens aufstehst und anfängst zu belasten, dass das sich erst ein bisschen komisch anfühlt? Ja. Oder? Und dann legt sich der Schmerz langsam. Also je nachdem, wie ich dann so den Tag starte, also meistens fange ich dann an, mich zu dehnen, weil ich dann halt denke, okay, ich dehne mich jetzt lieber und dann geht es damit ein bisschen. Also du hast auch das Gefühl, nach dem Dehnen geht es besser? Ja, also mir wurde auch gesagt, dass ich nicht zu stark in die Dehnung reingehen soll und deswegen mache ich es dann immer ein bisschen lockerer und versuche ein bisschen die Muskeln aufzulockern. Machst du statisches oder dynamisches Dehnen? Statisches Dehnen. Okay, gut. Ja, wird heute ja wahrscheinlich auch darum gehen, dir mal eine Richtung aufzuzeigen, was du machen kannst, weil du schon so viele Meinungsbilder gehört hast. Ich werde dir heute auch mein Meinungsbild mit auf den Weg geben, aber das auch definitiv fundiert wiedergeben, sodass du was damit anfangen kannst. Meine Bitte ist jetzt nach deinen Erfahrungen eben halt, du bist ein bisschen verunsichert, was ist da jetzt los? Also stell mir viele Fragen. Okay. Wenn du was wissen willst, frag mich, wenn ich es nicht schon erkläre. Okay? Ja. Gut. Hast du sonst irgendwann mal irgendwelche schwereren Verletzungen gehabt? Nee, noch nie. Also ich war noch nie in meinem Leben so richtig verletzt. Okay, gut. Keine OP dementsprechend, etc. Gut. Das bleibt da lokal, geht nichts in die Wade, geht nicht ins Gesäß. Nein. Reicht mir. Gut, dann bin ich jetzt neugierig, dann wollen wir anfangen. Okay? Ja, okay. Gut. So, wir machen jetzt mal 1, 2, 3 Testungen, einfach um zu gucken, ob wir vielleicht jetzt noch mal was provozieren können, ne? Ein bisschen noch mehr rauskriegen. Dafür, komm mal ein Stück nach vorne bitte, genau, vor das Kabel am besten, und jetzt drehst du dich einmal um. Das war auf der linken Seite, ne? Ja, genau. Okay, so, dann tun wir mal einen Gefallen, Knie bleiben gestreckt. Ja. Und du gehst jetzt mit den Händen einmal Richtung Boden, so weit runter, wie du es dir zutraust. Und wenn du das jetzt machst, spürst du dabei irgendetwas? Nee, noch nicht. Okay, gut. Dann schiebt man das Gesäß ein bisschen weiter nach vorne, dahin. Hände gehen auch weiter nach vorne. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer. Hey, was machen wir mit rechts los? Ich dachte, links ist dein Problem. Rechts haut ihr die ganze Zeit ab. Ja, fängst schon an zu zittern. Komm mal wieder hoch. Komm mal hoch. Okay. Fußballer und Gleichgewicht. Yeah. So, geh nochmal richtig runter. Richtig runter, runter, runter. Hier hinten bleiben. Hey! Okay. Ich glaube, wir behandeln rechts und links. So, tiefer. Komm. Vielleicht hat er noch einen Muskelfaser. Spürst du irgendwas? Das zittern hat. Ja, das. Okay. Aber gut. Okay, pass auf, wir probieren nochmal eine Sache. Komm wieder hoch. Die Fußspitzen, die setzt mal nach innen jetzt. Nach innen? Also, ja, genau. Richtig. Ein bisschen weiter auseinander. Ein bisschen weiter auseinander. So, nach innen. Okay, cool. Ja. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist egal. Jetzt das gleiche nochmal bitte. Runtergehen und einmal auf den hinteren Oberschenkel achten, ob du dabei irgendetwas spürst. Das war hier außen. Ja, ne? Genau, das spüre ich jetzt auch. Okay. Und? Spürst aber jetzt auch nichts. Ein bisschen hier jetzt wieder. Ein ganz bisschen. Ja, so leicht. Ja. Mhm. Hier. Ja. Nicht hier. Nein. Hier. Mhm. Okay. Ja gut. Okay, kommen wir wieder. So. Ne? War ein Versuch wert, da was zu provozieren, um einfach ein bisschen was rauszufinden. Dann werden wir jetzt mal, leg dich mal auf den Rücken bitte. Das? Schmerzhaft. Aber komplett schmerzhaft oder ist es außen schmerzhaft? Es ist komplett schmerzhaft. Komplett schmerzhaft. Ist es da? Mhm. Genau gleich? Ja. Okay. Denk immer an deinen Schmerz. Ich will immer, ne, jetzt gerade versuchen, so ein bisschen diesen Schmerz irgendwie in die Richtung ein bisschen rauszukitzeln. Okay. Wenn da was kommt, sagst du mir Bescheid. Ist da? Auch gleich. Ja. Okay, gut. Gut, dann tun wir einen Gefallen. Dann kannst du dich einmal auf den Bauch drehen. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal genauer an.
Füße hoch, bitte. Gut, dann wieder runter. So, du ziehst jetzt gleich die Ferse Richtung Gesäß, bitte, ja? Ich halte ein bisschen dagegen. Okay, zieh mal. Gut. Zieh nochmal. Bitte? Da spüre ich den Schmerz. Da spürst du ihn. Okay, lass mal locker. Dann versuch dich mal, also, ist der ungefähr hier? Ja, genau. Da ist der. Ja. Wenn du jetzt sagen würdest, dass er runtergewandert ist, würdest du sagen, hier oder tatsächlich eher hier unten nur? Eher also hier unten. Hier. Ja, genau. So, dann nochmal, zieh nochmal an. Da, spürst du es jetzt? Ja. Hier? Ja. Und hier außen auch? Eher nur leichter. Hier? Ja, aber da ist der Haupt. Ja. Okay, lass mal locker. So, erstmal, warum habe ich den Test jetzt gemacht? Natürlich, um eine Schmerzprovokation zu haben, haben wir jetzt auch gehabt. Weil jetzt haben wir Kraft aufgewendet. Ne? Also nicht nur dich dehnen lassen, sondern einfach auch wirklich mit Kraft. Und siehe da, schon wird der Schmerz auch provoziert. Also das heißt, hier arbeitet der Muskel immer noch nicht komplett in seiner Funktion. Und jetzt muss ich einmal kurz schon mal tasten, ob mir irgendetwas auffällt. Was ganz gut ist, ich habe jetzt keine Lücke bei dir gesehen. Also ne, wenn du hier anspannst, dann entstehen manchmal so richtig so Lücken bei Muskelfaser, bei richtig fetten Muskelfaserrissen, dann sieht man auch richtig so Dellen und so weiter. Das habe ich bei dir jetzt nicht gesehen. War das am Anfang der Fall? Das ist übrigens eine Frage, die habe ich vorhin noch vergessen. Hattest du eine Schwellung oder einen Bluterguss? Nee, Bluterguss habe ich nicht gehört. Rückenschmerzen hast du sonst nicht, ne? Ja, doch leicht. Ja, beim unteren Bereich eher zu viel. Mhm. Eher mittig, eher rechts? Ja, links und rechts, also eher außen. Also auf aber dann auf beiden Seiten genau. Relativ gleich verwenden, finde ich. Mhm. Okay. Wie häufig kommt das vor? Auch bei Belastung. Also gestern, als wir ein bisschen gelaufen sind, habe ich wieder ein bisschen gemerkt. Aha, okay. So, jetzt aufmerksame Zuschauer, ihr kennt das ja schon wieder. Lotion, mein Hauptarbeitsmittel, sowohl zum Behandeln als auch zur Diagnose. Was mich jetzt interessiert nochmal, Inan, ist die Kontinuität, ne, des Gewebes. Eben, falle ich irgendwo rein oder auch nicht. Also auf diesem kurzen Stück, was du als Hauptschmerzgebiet angegeben hast, fallen mir erstmal zwei Stellen auf. Hier, da oben. Da hast du noch Verklebung, Muskelfaszienverlauf und hier unten weiter unten noch. Ja, das werde ich dir frei arbeiten. Jetzt gehe ich aber noch in den kompletten Verlauf einmal ab. Im MRT, als Sie vom Muskelfaser das gesprochen haben, haben die auch was von der Lokalisation gesagt? Ja, das hinter dem linken Oberschenkel ist. Ja, hast du das auch gesehen? Ob das eher Richtung Knie oder eher Richtung Gesäß war? Das habe ich nicht gesehen. Ich habe eine CD bekommen, aber die konnte ich mir nicht anschauen, weil ich habe darauf nichts erkannt. Und ja. So eine Diagnose. Brief halt bekommen von meinem Haus.
War hier oben im Verlauf, fühlt sich das nicht auch? Hier oben. So, wir machen mal ganz kurz mal wieder einen Erklärbär. So, ja, guck mal. Ihr guckt auch mal. Das kleine Ding hier. So, die Muskeln, die gehen hier von dem Sitz, das ist der Sitzbeinhöcker. Ne? Davon gehen die Muskeln ab halt. Ne? Und bei dir habe ich sowohl hier im oberen Bereich, im Sehnenanteil, durchaus noch Verklebungen gefunden. Das muss ich dir freiarbeiten. Und das zieht dann hier nach außen Richtung den Knochen. Und hier in diesem Übergang, ne? Hier, da. Da, das muss ich dir vor allem frei arbeiten. Da spüre ich schon noch, noch vermehrt Verklebung halt. Ne? Also wir haben sowohl oben als auch, du merkst es zwar nur hier unten, aber hier oben muss ich definitiv auch noch mitarbeiten. Ja. Okay? Ja. Gut. Gut. So, und das Sitzbein, was ich gerade angesprochen habe, das ist da. Da muss ich halt tief reingehen, weil sonst komme ich da erst gar nicht dran. Ist für dich auch sowohl oben als auch unten intensiv, ne? Bist du viel getaped worden? Ja, es geht wirklich. Schon, ne? Ja. Ja, da. Jetzt spüre ich es auch nochmal deutlicher. Hier. Fühlt sich doch so ein bisschen an, als ob ich mit dem Messer hinten durchgehen würde. Schon, ne? Ja. Insgesamt gefällt mir der gesamte Verlauf noch nicht richtig. Also was ich dir in Zukunft schon mal sagen kann, ne, Herr Fußballer, das Dehnen, das wird dich noch ein bisschen mehr begleiten. Ne? Okay. Also deine hintere Oberschenkelmuskulatur muss einfach flexibler werden. Wir haben ja vorhin im Stand gesehen, dass dein rechtes Knie schon immer abgehauen ist. Ne? Also insofern, du hast den Muskelfaser ist zwar jetzt hier bekommen, aber eigentlich ist die Seite sogar noch prädestinierter dafür, dass du da Muskelfaser das bekommst. Okay. Ja, nur mal so für den Hinterkopf, was die Zukunft angeht. Na, es ist schon maximaler Druck. Es ist schon sehr, sehr intensiv. Ja, das spiel. Okay, so, atme mal durch einmal. Wir machen jetzt noch mal einen kurzen Exkurs, weil bei so einer Behandlung, ihr seht jetzt schon das Ergebnis, wo ich hier gearbeitet habe. Der Inan, der darf jetzt einmal kurz durchschnaufen und ich zeige euch noch mal etwas. Und dir, Inan, auch. Du kannst liegen machen, kannst genau, ich gehe mal hier rüber. Ups, habe ich das? Aufräumen. Okay, so.
einfach nur einmal, um nochmal so ein ganz logisches Verständnis, total simpel, von einem Muskelfaserriss. Ne? Ein Muskel besteht nun mal aus verschiedenen, unterschiedlichen Fasern. Und die verlaufen in einer Richtung. Die haben eine bestimmte Ausrichtung aufgrund der Funktionalität des Muskels. Was soll der Muskel machen? Und dein Muskel hat unterschiedliche Funktionen, unter anderem halt den Unterschenkel zu beugen. Ja? So, wenn hast du halt hier eine Überlastung bekommen, das heißt eine Überspannung in einem Bereich. Das heißt, ein so ein Ding hier ist gerissen, ist kaputt gegangen. Und dann fängt das an zu verheilen und das wird bindegewebig alles ein bisschen verpackt. Und dann hast du irgendwann, sieht das dann, der Riss ist zwar, das fügt sich wieder zusammen, aber eben nicht in der Struktur, wie es vorher war. Das heißt, dann wirst du immer noch trotzdem ein leichtes Problem haben, weil der Muskel nicht hundertprozentig arbeiten kann, so wie vorher. Das heißt, simpel gesagt, müssen wir das wieder einfach gerade strukturiert kriegen, damit der Muskel auch wieder richtig arbeiten kann und du ohne Schmerzen agieren kannst. Weil das hier, das gibt dann gerne halt dann auch einen ordentlichen Schmerz mit halt. Ne? Und deswegen gehe ich da jetzt auch mit meinen Fingern entlang des Faserverlaufs immer richtig tief durch, um das hier, das da, dieses Gekrüssel, aufzulösen und dann wieder da eine gerade Struktur reinzukriegen. Halt, ne? Okay, gut. So. Pause. So, wir machen dann weiter. Einen Schluck Wasser. Eine kurzen, wohlverdienten Pause. Deswegen auch maximaler Druck in die Tiefe. Ich kann zwar spüren, mit meinen Fingern spüren, trotzdem kann ich nie hundertprozentig sagen, ob es jetzt oberflächlich oder wie tief der Riss dann auch war. Dementsprechend muss ich tief reingehen. Den Verlauf jetzt schon mal bearbeitet, jetzt gehe ich aber mal richtig in den Schmerzbereich rein. Wir hatten so eine Tendenz nach außen. Hier. Okay, einmal durchatmen. Jetzt habe ich den Muskel angenähert. Das heißt, ich komme jetzt einfach noch ein bisschen tiefer. Du lässt ihn jetzt einmal so, wir tauschen eine Position. Ich möchte jetzt gleich von dir, dass du deine Ferse zum Gesäß ziehst, okay? Wenn ich das sage. So, der Mantau, los geht's, Ferse zum Gesäß. Und runter. Und hoch. Hoch. Und runter. Komm und hoch. Und runter. Und hoch. Ich möchte, dass der Körper jetzt wieder, du machst weiter in der Bewegung, seine volle Power, also Heilpower, genau auf den Bereich hier ausrichtet. Weil hier gibt es noch einiges zu reparieren. Deswegen binde ich ihn dann jetzt gerade funktionell mit ein. Gut. Okay, lass mal hin. Komm nochmal ran. Zieh ran. Gut, und weg.
dran. Gut. Und weg. Ran. Ran. Und weg. Gut. Okay. So, ich gehe jetzt mal hier von diesem Muskel noch ein bisschen weiter nach außen. So, jetzt haben wir vorhin den hinteren Oberschenkel gehabt, aber das geht hier halt auch bis in die Wade, der Ansatz. Deswegen nehme ich dir jetzt noch ein bisschen deine obere Wade auseinander, ja? So, okay. Einmal durchatmen, du brauchst gar nichts machen. Helfen wir ein bisschen mit bei der Bewegung. Spürst du jetzt, dass der Bereich einfach nur gereizt ist oder spürst du jetzt gerade einen Schmerz? Also da, wo der Finger gerade drauf war, da habe ich einen Schmerz gespürt die ganze Zeit beim Anheben und Senken. Merkst du das jetzt gerade? Ja, aber nicht so doll. Also doch da jetzt gerade wieder. Mhm. Ja, hier ist es. Also hier? Ja, genau. Mhm. Deswegen ist das Testen immer so wichtig, immer wieder gucken. Ich kann es auch nicht genau wissen, aber jetzt hast du es mir nochmal genau gesagt, ne? Jetzt wissen wir eigentlich genau. Jetzt will ich schon noch stark davon ausgehen, dass die Muskelfaser das auch genau hier gewesen ist. Je mehr ich die oberflächlichen Strukturen entspanne, jetzt habe ich, glaube ich, genau die Stelle gefunden. Wie ist das, Ina? Ja,
Okay. Gut. So, du musst erstmal wieder nichts machen. Okay, beweg du selber bitte nochmal die Ferse hin und her. Ich lege meinen Finger nochmal ein. Da, wo mein Finger liegt, spürst du da was? Ja, genau. Genau da? Ja, da. Ja. Okay. Gut, lass mal locker. So, also eigentlich haben wir genau die Stelle gefunden, was bei dir noch behandlungswürdig ist, ne? Also wo hier noch behandelt werden musste. Hier habe ich jetzt sehr intensiv dran gearbeitet. Ich habe jetzt vorhin hier das, ne, als Provokationstest nutzen können, damit du mir sagen konntest, wo überhaupt was ist. Jetzt habe ich das Ganze so dermaßen gereizt, das muss jetzt erstmal heilen. Nicht überrascht sein, du wirst es jetzt natürlich mehr merken. Ja. Weil ich habe es jetzt hier, gerade in diesem Bereich, auch wieder akut gemacht, ne? Weil es muss ja nur jetzt sich der Körper auch wieder drum kümmern und das reparieren. Aber das soll reichen. Von der Intensität her kann man da erstmal gar nicht viel machen. Irgendwann ist auch die Haut gereizt und auch durch die Haare reizt das einfach noch mehr. Ich spüre einfach, dass ich auch besser durchgleiten kann und vorhin schon viel tiefer gekommen bin hier rein. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit, bis das heilt. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Der Bereich hat es jetzt erstmal geschafft. Dann dreh dich mal bitte auf den Rücken, bitte. Okay, was ich jetzt einmal kontrollieren möchte, noch ist die Beweglichkeit vom Schienen Wadenbeingelenk, so nennt sich das auf Deutsch. Genau. Dafür bitte. Einmal die Fußspitzen anziehen und wegstrecken, anziehen, wegstrecken, anziehen, wegstrecken, nochmal anziehen, wegstrecken. Okay, gut, lass mal locker. So, es bewegt sich, könnte aber sich etwas mehr bewegen. Ich stelle den Fuß auf. Ich mache jetzt ganz simpel, weil also diese hintere Struktur, die du ja gespürt hast, die geht hier außen auch zum Knochen hin halt, ne? Und das, was ich jetzt mache, ist, einfach dieses Gelenk noch ein bisschen mehr in Bewegung zu bringen. Ich greife jetzt um das Wadenbein drumherum und mache nichts anderes, als dass ich es wirklich zu mir hinziehe, wieder wegdrücke und den gesamten Bewegungsspielraum dieses Gelenkes, weil das wird sich eingeschränkt haben in den letzten Monaten, das hat man jetzt auch gemerkt bei dem Bewegungstest. Noch mal etwas auflockern. Da brauche ich keinen großen Impuls. Das kann ich so intermittierend machen. Tut das weh? Es geht mir eigentlich nicht. Okay. Recht unspektakulär, aber wichtig. Also, zieh mal Fußspitze an. Wegstrecken. Anziehen. Wegstrecken. Der Knochen, der muss quasi nach vorne und hinten wandern im Rahmen des oberen Sprunggelenkes. Und hier haben wir die funktionelle Verbindung halt zum Oberschenkel. Deswegen war es jetzt nochmal wichtig, ja, dass das Ding auch richtig läuft. Das tut es definitiv. So, jetzt bist du ja noch Fußball. Jetzt guck ich mir einmal deine Sprunggelenke an. Halt dich mal oben fest bitte einmal. Und dann lässt du einmal das Bein locker. Thank you.
So, das haben wir erstmal noch mitgenommen. Okay. Kann mein Fußballer immer, immer gut oben Sprunggelenke, Zehengelenke nochmal lösen. Und jetzt, so sind wir eigentlich mit dem Bereich soweit durch. Aber auch hier funktionell habe ich jetzt gesagt, das interessiert mich, hier die Verbindung. Hast du mir vorhin auch noch was erzählt über deinen unteren Rücken, den möchte ich jetzt gerne auch nochmal einmal gucken. Und dafür kannst du dich einmal hinsetzen, die Beine einmal hier rausbaumeln lassen. Das T-Shirt, das ziehst du bitte einmal aus. Ja. So, rück mal so an die Bankkante, dass deine Kniekehlen gleichmäßig an der Bankkante sind. Jo. Das sind dann diese Punkte hier, ne? Beug dich mal nach vorne, bitte. Komm, ich auch. Mach mal, bitte. Und hoch. So. Und nach vorne. Hoch. Mach mal. Und wieder hoch. Also so ein leichtes Ungleichgewicht haben wir schon im Kreuzbein. Hier unten, links wirklich unten Kreuzbein, Kreuzdarmengelenk auf der rechten Seite. Und dann haben wir hier noch oben den ja, ungefähr vierten Lendenwirbel auf der linken Seite. Das würde ich dir schon ganz gerne in Bewegung bringen. Und die Gelenke bekommen bei dir halt auch schon beidseits Kompression. Ich bin dann hier im Gelenkspalt jetzt gerade. Da, wo Darmbein und Kreuzbein quasi zusammenkommen. Und so intensiv, wie es für dich gerade ist, darf es eigentlich nicht sein. Das mache ich dir mal ein bisschen lockerer. Was machst du beruflich? Ich studiere in Bielefeld. Ja. Und, Wirtschaft. Bitte was? Mathe, also Wirtschaftsmathematik. Was war das Erste? Mathe. Scheiße, ich verstehe das nicht. Das ist für mich nicht nur Vokabel, die existiert nicht. Naja, okay. Wirtschaftswissenschaft. Cool. Wirtschaftsmathematik, ja. Wirtschafts. Ja, ja. Okay. Wie sieht es da mit deinem Schulternackenbereich aus? Also, du hattest jetzt gesagt, unteren Bereich merkst du halt ab und zu mal. Die Schultern ist eigentlich relativ schmerzfrei. Gut. Was spielst du für eine Position eigentlich? Rechtsverteidiger. Okay. Okay, gut. So, das soll auch schon eigentlich reichen. Tut mir einen Gefallen, leg dich mal so auf die Seite. Erst dein Kreuzbein und danach deine Darmbein in Bewegung. Komm ein Stück nach vorne gerutscht wieder. Noch ein Stück. Gut. Gut.
tiefer. So, und jetzt lässt du dich, musst du hier rüberrollen, fällst nicht runter. Und hier locker lassen, so gut es geht. Einmal einatmen, ausatmen. Gut. Okay. Kurz einmal auf den Rücken. Hast du das gemerkt? Das ging so eine Kette richtig hoch, ne? Auf der Seite hatten wir noch den vierten Lendenwirbel. Wollte ich eigentlich gesondert mal mobilisieren. Es kann sein, dass der sich aber auch schon mitgelöst hat gerade. Okay. Geh mal auf die andere Seite, bitte. Ja, genau so. Den Arm. Okay, einmal da anfassen. Andere Hand da. Und einmal beugen, unten strecken. Super. Genau. Jetzt hier auch wieder fallen lassen. Ja, so ist gut. Einmal einatmen, ausatmen. Gut. Und Arme kannst du locker lassen. Gut, okay. So, setz dich nochmal einmal bitte dahin. Beine wieder raus. Einmal nach vorne beugen bitte. Links Kreuzbein, gut, und wieder hoch. Moment. Und wieder nach vorne. Und hochkommen. Gut. Moment. Und nochmal. Ja, okay, gut. F4 müssen wir gar nicht mitmachen, das hat sich mitgelöst. Okay, sehr gut. So, hast du gemerkt, ne? Ja. Da gab es ein bisschen was zu lösen. Gut, dass wir das noch mal mitgemacht haben, weil haben wir eine funktionelle Thematik, ist immer wichtig, ne? Das Becken. Ich habe ja gesagt, der Muskel kommt vom Becken. Dein Becken hat aber auch nicht richtig gearbeitet. Ja. Dementsprechend, wenn wir schon den bestmöglichen Heilungsprozess haben wollen, dann sollten wir, ne, oben, unten drunter alles mitnehmen. So, Herr Student. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du ein fleißiger Student bist und viel sitzt. Wir werden das rausfinden. Je lauter es klingt, desto mehr sitzt du. Also, ich möchte, mache jetzt einfach nochmal hier aus der Brustwirbelsäule, nehme ich dir einfach ein bisschen Druck raus. Ja? Man sieht nichts, es ist auch keine Fehlstellung, aber trotzdem, ich habe hier unten gearbeitet, jetzt nehme ich, mache ich hier oben schon mal weiter. Einmal Hände in den Nacken. Hände in den Nacken. Genau, so falten bitte. So falten. Genau, Daumen so. Ja, öffne mal. Genau. Ein bisschen dein Bizeps locker lassen. Alter, ich komm durch. Denk dran, hat er viel gelernt oder nicht? Ja oder nein? Genau, ich ziehe ihn nach hinten oben. Einatmen. Ausatmen. Okay, lass mal locker. Ich würde sagen, wir glauben ihm das mit dem Lernen. Gut, so haben wir das. Um das Ganze noch zu verkomplettieren, ich gucke einmal kurz in der Halswirbelsäule, ob ich was finde. Guck mal nach vorne bitte. Guck mal nach rechts, soweit wie es geht. Guck mal nach links, soweit wie es geht. Okay, guck mal nach vorne. Ist ja jetzt alles online, oder? Wir bei uns ist auch relativ viel Präsenz. Also die Hälfte, oder? Also Kurse oder Vorlesungen, richtig? Ja, Vorlesungen. Aha. Und die andere Hälfte ist doch halt online. Nein.
Halswirbelsäule ist in Ordnung. Gut, ich würde sagen, Ina, wir sind fertig. Ne? Oder? Ja. Stimmst du überein? Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, quatsch mal noch ein bisschen. Ja. Gut. Ina, eine Übung möchte ich dir mit auf den Weg geben. Du hast ja gesagt, dass du dich auch schon immer dehnst, statisch. Ich würde ganz gerne von dir jetzt eine dynamische Dehnung haben. Okay. Das wird keinen großen Unterschied für dich machen, aber es gibt da so ein, zwei, drei Dinge, die du zu beachten hast. Es ist schon wichtig, dass hinten die Struktur natürlich immer noch mal aufgedehnt wird. Insofern hast du das richtig gemacht. Ich würde dir empfehlen, ein bisschen Dynamik reinzubringen. Du wirst dann zu Hause aber nachspüren. Du kannst es für dich immer noch beurteilen, statisch, dynamisch. Was bekommt ihr besser? Das wirst du merken. Okay? Das heißt eigentlich unser Test von Anfang, wo du Richtung Boden gehst. Ich möchte, dass du wippst. Okay. Hat den Vorteil, dass du die Faszien mehr belastest. Das heißt, du bringst immer wieder ein bisschen Zug rein, aber du entlastest auch wieder. Ja. Und gleichzeitig geht es in deinen unteren Rücken, der ziemlich blockiert war gerade. Ja? Das heißt, du fängst so an zu federn. Dann gehst du von rechts nach links, von vorne nach hinten. Ich möchte, dass du möglichst viele Facetten mit reinbringst, weil wir möchten den nicht nur von einer Richtung, also wenn du jetzt so machst, so, dann dehnen wir den aus einer Richtung. Ich möchte aber, dass du möglichst viele Richtungen mit reinbringst. Dementsprechend machst du dann Fußspitzen nach außen. Gehst dann zur anderen Seite, Fußspitzen nach außen, hier wieder hin, dann kannst du Fußspitzen nach innen, weißt du, hatten wir ja vorhin auch, und immer federn, nach außen, also so, dass du immer ein bisschen, ne, den auf unterschiedlichste Arten und Weisen auch dehnst. Ja. Du hast ja gesagt, du hast immer wieder stark das gemerkt bei starken Belastungen wie Stoppbewegung oder Richtungswechsel. Ja, genau. Ne, die Struktur wird 3D-mäßig belastet und nicht aus einer Richtung. Ja. Das ist meine Meinung, was viele Meinungen hört. Nur dazu, probier es für dich aus. Mhm. Ich würde es dir empfehlen. Ja. Okay? Gut, ansonsten haben wir einiges in Bewegung gebracht. Ja. Du hast gemerkt, ich habe zwar intensiv auch an Muskelfaser, das merk dir genau die Stelle. Das Gute ist, du hast es jetzt auf Video. Ja. Das kann man auch nochmal nachgucken. Ja. Wir wissen eigentlich genau, wo dein Hauptschmerzpunkt ist, den es auch zu lösen gibt. Und ich glaube, dass das erstmal mit Abstand auch das Wichtigste ist. Wenn wir genau wissen, dieser Teil, den müssen wir, der muss gelöst sein. Ob wir das heute komplett geschafft haben, das kann ich dir nicht versprechen. Aber wir haben, du hast gemerkt, ich habe sehr intensiv gearbeitet in der Tiefe und viel mehr ist da heute erstmal nicht machbar. Dann funktionell angrenzende Gelenke, die mitarbeiten. Einmal dein Schienen-Wadenbeingelenk habe ich dir gelöst, Sprunggelenk gelöst, 10 Grundgelenke. Dann sind wir nach oben gegangen und haben dann noch dein Becken in Bewegung gebracht. Halt, ne? Zieh gerade ein bisschen, ne? Ich mach das Fenster ein bisschen zu. Ist dir so warm geworden, nicht, dass du direkt auskühlst. Aber in den Pausen müssen wir mal kurz ein bisschen Sauerstoff hier reinlassen. Insofern, Brustwirbelsäule haben wir nochmal so mitgenommen, nur um zu überprüfen, ob du, ne, wie du lernst. Ja. Aber Halswirbelsäule war klar. Und insofern ist es viel passiert. Was hast du denn heute mitgenommen? Wie war es für dich? Also ich weiß jetzt, dass obwohl der Schmerz genau liegt und dass da noch ein bisschen Arbeit hinter steckt und ich noch nicht so anfangen kann, wie ich es eigentlich hätte gerne machen. Also ich wollte es halt gerne etwas schneller haben und etwas früher anfangen, aber jetzt weiß ich, dass ich noch ein bisschen Zeit brauche und hoffe natürlich, dass ich das mit Hilfe des Videos jetzt auch nochmal genauer bearbeiten kann und auch mit anderen Physiotherapeuten bei uns schon sagen, zum Beispiel, dass wir uns das angucken und dann gucken, wie wir das Ganze dann angehen. Ja, also um das nochmal in die richtig einzuordnen, wir haben jetzt heute viel in Bewegung gebracht. Das musst du jetzt erstmal wirken lassen. Ja. Ne? Und dann gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Meine Einschätzung ist, es wird höchstwahrscheinlich nochmal nachbehandelt werden müssen. Okay. Aber das steht nicht ganz fest. Ja. Weil wir haben jetzt mit Abstand das beste Heilklima geschaffen, dass das auch geht. Ja. Du hast interessanterweise, obwohl ich es gar nicht angesprochen habe, jetzt von alleine gesagt, dass es wohl nicht so schnell geht, wie du das gerne hättest. Ja. Das ist bei euch jungen Sportlern immer so ein bisschen das Problem. Ja. Du musst dir überlegen, du hast jetzt seit 5 Monaten damit zu tun. Ja. Jetzt haben wir dir das Ganze gut gelöst. Du darfst jetzt nicht einfach sofort wieder anfangen im Training. Ja.
Ne? Ja. Das darf definitiv nicht passieren. Also du nimmst dir jetzt sowieso eine Woche lang Ruhe. Okay. Eine Woche nichts. Bitte. Okay. Kein Laufen, gar nichts. Okay. Nach dieser Woche kannst du langsam mit dem Laufen wieder anfangen. Okay. Und langsam die Belastung steigern, um dann zu gucken, weil das braucht jetzt auch zum Heilen, braucht das seine Zeit. Und danach kannst du dann gucken, wie ist es, muss nochmal kurz nachbehandelt werden oder geht es auch schon? Ja. Das kann auch sein, dass wir das jetzt schon komplett gelöst haben. Ja. Aber dieser Heilungsprozess, der wird halt ein bisschen dauern, bis der Körper sich umstrukturiert hat. Okay? Mhm. Gut, von der Intensität war es in Ordnung. War alles ganz okay, ja. Also, okay. Ein bisschen wehgetan, aber ich glaube, was sein muss, muss sein. Ja, okay. Gut. Gut, ja, okay. Dann würde ich sagen, war echt wieder interessant. Also, ne, kommst mit Muskelfaserriss, aber es gibt oben drüber, unten drunter. Es gab wieder einiges doch zu lösen und in Bewegung zu bringen. Du darfst dich jetzt ein bisschen ausruhen. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, das wäre jetzt nicht ganz so verkehrt. Und du hältst mich natürlich auch im Laufenden. Ja, das bist du auf jeden Fall. Na? Ja. Wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Okay, gut. Ja, dann hoffen wir, dass du auch wieder Spaß hattest, dass du einiges mitgenommen hast heute. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniere unseren Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.